tauchen Sie mit ein. Das ist der weltgrößte Langdistanz-Triathlon in Rot. Da wird jeder gefeiert, der in den Zielbereich kommt. Da wird alles nochmal auf einer Kamera festgehalten. Der Papi wird im Spalier noch ins Ziel gebracht. Manch einer kann es gar nicht glauben, dass er die 3,8 Kilometer Schwimmen, die 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathon bewältigt hat. Sogar Rollstuhlfahrer waren mit dabei, die haben die Rad- und die Marathondistanz überwunden, sind fertig, aber auch glücklich. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Blickpunkt Sport aktuell hier aus Rot von der Challenge, von der diesjährigen Challenge. Und die war es bei diesem Wetter auf jeden Fall. Hier in Rot wird jeder gefeiert, der ins Ziel kommt, egal ob Amateur oder Profi. Und die Profis, die sind schon seit bisschen über 5 Stunden hier. Und der Sieger steht auch schon fest. Losgelassen wurden die 3200 Einzelstarter heute Morgen um 6.30 Uhr an der Kanallände in Hilpoltstein. Ein imposanter Anblick. Gesäumt der Main-Donau-Kanal von zahlreichen Zuschauern. 180.000 sollen es heute wieder gewesen sein. Und das Männerrennen, das sehr spektakulär und sehr spannend war, das fasst Ihnen jetzt Axel Müller zusammen. Um 6:30 Uhr morgens der Startschuss bei angenehmen 22,9 Grad im Main-Donau-Kanal. 50 Männer in der Topgruppe an der Spitze der ersten 300 Starter. Ganz vorne sehr schnell der Franzose Benjamin Sanson in der roten Badekappe. Genannt The Fish, war schon letztes Jahr hier der schnellste Schwimmer. Der Weinliebhaber aus Bordeaux steigt nach knapp 46 Minuten als erster aus dem Wasser. Aber der Fisch ist im Trockenen nicht mehr so schnell. Das wissen auch die beiden Favoriten mit den Startnummern 1 und 2. Timo Bracht hier und Cameron Brown nicht unter den ersten 10 beim Schwimmen. Aber nach der Wechselzone macht sich die deutsch-neuseeländische Verfolgungsgemeinschaft auf die Jagd nach dem nach wenigen Kilometern führenden Konstantin Bachhorn. Mit 28 ist er noch ein junger Triathlet vom VfL Wolfsburg. Schaut zurück, da kommt schon Timo Bracht an. Die Führung zwischen den beiden wechselt mehrmals. 2 Runden a 90 Kilometer bemisst die Radstrecke. Am Kalfarienberg ist dann Bracht ein wenig zurückgefallen. Er und Cameron Brown jetzt in einer Verfolgergruppe bestehend aus 6 Fahrern. Auch der Südafrikaner James Kneima dabei und Georg Potrebitsch, gleich alt wie Bachhorn, in Vladivostok geboren, mit 14 nach Deutschland gekommen. Erst Schwimmer, jetzt Triathlet und Teamkollege von Timo Bracht. Dann zum ersten Mal der Solarer Berg, der Gänsehautanstieg schlechthin. Dort hat der führende Konstantin Bachhorn zwar freie Sicht, aber keine freie Bahn. Der Polizeikommissar Anwärter ärgert sich über die diensthabenden Kollegen im Auto, die endlich Platz machen sollen. Und der Sportler überholen darf, zur Freude der Fans am Solarer Berg bei Hilpoltstein. Der Kletterpartie mit Reißverschluss, der wird alljährlich serienmäßig aufgezippt für alle Triathleten, der Höhepunkt der Radstrecke. Die Verfolger, James Kneima aus Südafrika, letztes Jahr musste er in Rot auf Rang 3 liegend bei Kilometer 25 auf der Marathonstrecke aufgeben. Georg Potrebitsch ahnt schon, wer sich in Position bringen will, hinter ihm. Es ist anstrengend. Der Timo macht Druck. Sache. Timo Bracht, Rückstand 10 Minuten auf Bachhorn. So geht ja noch. Laufen ist meine Stärke. Aber ich habe mich nach der ersten Runde nicht so gut gefühlt. Jetzt Konzentration auf Laufen. Viel Glück. Bachhorn ist der Erste in der Wechselzone. Hinter ihm fliegen Bracht, Mike Aigrosch aus der Schweiz und Kneima gleichzeitig ein. Kurzzeitige Hektik. Bracht gilt als bärenstarker Läufer.
Er zieht sofort das Tempo an. Bei Kilometer 12 ist der Rückstand schon halbiert. 5 Minuten sind es noch, die er und sein Mitstreiter James Kanema ebenfalls im Lauf zu Hause zurückliegen. Doch dann hat der Südafrikaner die frischeren Beine, setzt sich ab bei Kilometer 21, braucht nur wenige Minuten, um Bachor einzuholen, übernimmt die Spitzenposition bei Kilometer 24. Damit ist die Entscheidung in diesem Triathlon gefallen. Der Zieleinlauf, James Kanema, vor 2 Jahren hier Sechster. Nach Verletzung hat er heuer noch keine Langdistanz bestritten. Rot ist seine Premiere, seine Siegerzeit, 7 Stunden 59,59 Minuten. Es war fantastisch, der ganze Tag, die Zuschauer waren phänomenal auf der ganzen Strecke. Es ist das tollste Rennen. Ich bin so glücklich, dass ich gewonnen habe. Dann Timo Brach. Auch er hat 7 Monate keine Langdistanz mehr bestritten, bewusst seinen Trainingsaufbau so angelegt. Heute nach 2 dritten Plätzen 2004 und 2005 ist er Zweiter und Europameister. Mike Aigrosch, der Schweizer aus Châteaudun in den Waadtländer Alpen. Es ist seine Premiere in Rot mit Platz 3. Und Bracht? Ich bin bei Kilometer 21 regelrecht an der Wand gelaufen und habe dann 4-5 Kilometer sehr stark kämpfen müssen mit Kreislaufproblemen und habe dann da den Rückstand kassiert, den ich im Ziel gehabt habe. Seine Zeit, 8 Stunden, 3 Minuten 28, ist nicht die, die er sich vorgenommen hat. Aber ein Finisher, dem die Familie im Ziel so gratuliert, kann das auch ganz schnell vergessen. Also auch in diesem Jahr die Siegerzeit unter 8 Stunden. Bei den Damen, da steht der Weltrekord bei 8 Stunden, 18 Minuten und 13 Sekunden aufgestellt. Hier in Rot von der Seriensiegerin Chrissy Wellington. Die hat in diesem Jahr eine Pause eingelegt. Will heißen, es gibt eine neue Königin hier bei der Challenge in Rot. Vorgestellt von Gottfried Oliver. Sie steht heute bei den Frauen im Mittelpunkt. Die Engländerin Rachel Joyce. Als Weltmeisterin auf der Langstrecke ist sie natürlich die Favoritin im Topfeld der Frauen. Das mit den Männern gemeinsam um 6.30 Uhr startet. Einstecken können und austeilen im Wasser. Die 34-Jährige weiß, wie man sich durchkämpfen muss. Besser als sie im Wasser des Kanals ist allerdings die Frau mit der lila Badekappe. Lucy Zelenkova-Reed, die Tschechin, die auch bei den Olympischen Spielen dabei sein wird. Und sie geht auch nach 47 Minuten und 31 Sekunden als Erste an Land. Gefolgt von Rachel Joyce, die deutschen Mitfavoriten Julia Geier und Sonja Theissig noch in Lauerstellung. Rachel Joyce, eigentlich ist sie ja in Mexiko geboren, jetzt in London lebend. Sie setzt sich auf den 180 Kilometern auf dem Rad bald an die Spitze, baut ihren Vorsprung aus, der Solaraberg. Sowas hat auch sie noch nie erlebt. Der emotionale Höhepunkt der Challenge, natürlich auch bei den Frauen. Dahinter Miriam Wehrt aus den Niederlanden, eine starke Radfahrerin. Das hat sie nicht nur beim Ironman in Regensburg im vergangenen Jahr bewiesen. Und sie genießt auch, wie alle anderen, diesen legendären Anstieg. Allmählich pirschen sich aber die Deutschen heran, wie Julia Geier, besser gesagt Frau Dr. Geier. Sie hatte ihren Doktor in Pharmazie gemacht, ist jüngst im Kraichgau Mitteldistanz-Europameisterin geworden. Und vor allem auch Sonja Theissig, die Bayerin, lebt in Regensburg. Vor 10 Jahren war sie zum ersten Mal in Rot. Nach einer Babypause seit 2009 wieder voll dabei. Sie geht schon als Dritte auf die Laufstrecke hinter Wehrt. Der Marathon wird zum Triumphzug für Rachel Joyce. Dahinter wird es spannend. Sonja Theissig überholt die Holländerin Wehrt, schiebt sich auf Rang 2 vor. Und auch Julia Geier spielt noch einmal ihre Laufstärke aus, gibt Vollgas und fühlt sich gut. Bei Kilometer 25 des Marathons ist sie auf Platz 3. Und dann kommt sie ins Ziel, die neue Königin von Rot, die Weltmeisterin und jetzt auch die neue Europameisterin.
Rachel Joyce gefeiert im Triathlon Park. In einer Zeit von 8 Stunden 45 Minuten 04 gewinnt sie den Challenge Road 2012. Ich bin so glücklich. Es ist ein legendäres Rennen. Als ich zum Triathlon gekommen bin, habe ich schon immer von diesem Rennen gehört. Und jetzt es zu gewinnen, kann ich kaum glauben. Ich freue mich so. Danach dann die Deutschen auf Platz 2 mit einer Energieleistung beim Marathon. Eine überglückliche Sonja Theissig. Auch sie kann mit ihrer Zeit sehr zufrieden sein. 8 Stunden 49 Minuten 46. Ein starkes Ergebnis. 10 Jahre nach ihrem Debüt hier in Rot. Das ist so ein tolles Erlebnis. Und jetzt wollte ich 10 Jahre später sehen, wie ich mich entwickelt habe und wie sich der Wettkampf entwickelt hat. Und ich muss sagen, ich habe das heute jetzt alles noch mal im Zehnfachen erlebt. Das ist so unglaublich. Die Zuschauer, die Stimmung, die Organisation von dem Ganzen, das findet man nicht noch mal. Das ist Wahnsinn. Viel Gänsehautstimmung also im Ziel. Julia Geier mit einem hervorragenden dritten Rang in 8 Stunden 57 Minuten, ebenfalls noch unter der 9-Stunden-Grenze. Bei ihrem erst zweiten Langdistanzrennen überhaupt. Eine Engländerin vor zwei Deutschen in Rot. Die Favoriten haben sich erwartungsgemäß durchgesetzt. Ich bin super zufrieden. Ich habe so gekämpft und ich habe einfach niemals aufgegeben. Und ja, meine beiden Langdistanzen, beide unter 9 Stunden. Also kann man, glaube ich, echt super happy sein. Vierte wird Gina Crawford aus Neuseeland vor der deutschen Britta Martin. Eine kühle Bierdusche. Der verdiente Lohn am Ende für Rachel Joyce, für die beste Triathlonfrau von Rot. Sie wissen, wie wir das heute in den Tagen schon gemacht haben. Dicke, dicke Triathlon-Rakete. Könnt ihr euch noch erinnern? Komm, lass uns mal kurz runterfahren. Das ist ein Staffelwettbewerb, der wird immer beliebter. 652 davon sind heute an den Start gegangen. Und eine davon haben wir vom Bayerischen Fernsehen gesucht. Das Erlebnis ihres Lebens für Andi, Hermann und Conny. Genau in dieser Reihenfolge sind sie nämlich heute auf die Strecke gegangen, auf die insgesamt 226 Kilometer, begleitet von Ulla Küffner. Schnell noch einen Happen einwerfen, dann kann's losgehen. Andreas Raum, unser Startschwimmer, kurz vor seinem Einsatz. Er startet in Rot bereits zum zweiten Mal als Staffelschwimmer. Trotzdem geht's ihm kurz vor dem Start eher bescheiden. Auf Deutsch gesagt beschissen. Ich habe schlecht geschlafen. Aber das wusste ich eigentlich davor schon, dass der Fall eintreten wird. Und angeblich würde das auch nicht viel ausmachen. Also ich ziehe trotzdem durch. Durchziehen ist angesichts der großen Konkurrenz keine schlechte Idee. Noch eine letzte Aufmunterung von Onkel Hermann, dann geht's ab auf die 3,8 Kilometer lange Strecke im Main-Donau-Kanal. Während Andreas krault, hält es sein Staffelradfahrer Hermann in der Wechselzone kaum mehr aus. Mir brodelt, in mir kocht. Ich hoffe, dass ich auch wieder runterfahre. Es wird so 15 Minuten dauern am Rad und dann geht das Rennen erst richtig los für mich, bis du deinen Rhythmus gefunden hast. Ja, und dann hoffe ich, macht für mich auch Spaß. Genau. Und der soll auch gleich losgehen. Andi, Andi! Halt das Fahrrad, super, komm, halt. Andi schwimmt phänomenale 55 Minuten und 48 Sekunden. Dann schickt er Hermann auf seine 180 Challenge-Kilometer. Ganz klasse. Let's go, Party! Ja, erschöpft, zufrieden. Und ja, ich bin jetzt einfach froh, dass das vorbei ist, die ganze Sache. Für ihn geht sie erst los. Hermann Raum, 49 Jahre alt und auf dem Rad ziemlich fit. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie schnell das ich bin. Bei mir ist der Tacho ausgefallen. Kann man überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube aber, ich bin im Soll. Ja, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Hermann gibt alles für sein Team, kämpft, ist auf der Überholspur unterwegs.
und hat dabei offensichtlich richtig Spaß, vor allem wenn ihn die Fans an der Strecke anfeuern und so richtig vorwärts peitschen. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das kennen Sie. Haut Feeling gut. Wir stehen nicht nach dem Haare noch auf. Aber jetzt wollen wir mal wieder aufs Radfahren konzentrieren. Weil gerade hat mich einer überholt. Das geht gar nicht. Am Solarer Berg treiben die Zuschauer Hermann nach oben. Endspurt, denn in der Wechselzone wartet ja schließlich seine Frau Conny. Mir geht's sehr gut. Ich warte jetzt, bis der Hermann kommt und freue mich eigentlich, wenn er kommt und wenn es dann losgeht. Habt ihr euch heute schon mal gesehen? Heute früh, so um 7, wie er dann weggefahren ist, da war er total angespannt, konnte eigentlich gar nicht mehr recht viel sprechen und ich hoffe, jetzt kommt der Freudestrahl ins Ziel. Nicht ganz 5 Stunden braucht Hermann bei rund 23, 24 Grad. Dann sind seine 180 Radkilometer geschafft. Es gibt ein schnelles Küsschen und los geht's für seine Frau Conny auf die Marathonstrecke. Während ihr Mann Hermann mit seiner gebrachten Leistung hadert. Ich weiß nicht, ich muss jetzt einmal mit den Radkollegen reden. Vielleicht war es ja doch am Wetter oder am Wind gelegen. Ja, ich bin halt gerade schlecht wahrscheinlich. Die 45-jährige Conny läuft, strahlt und dabei ist für sie das Laufen eine mega Herausforderung. Denn Conny hat Asthma, wird aber ständig ärztlich betreut und überwacht. Die ersten Kilometer laufen prächtig, doch dann bekommt Conny Probleme, liegt weit hinter ihrer angepeilten Zeit. Ihr Lieblingslaufwetter liegt bei 18 Grad, heute quasi viel zu heiß für sie. Aber aufgeben gibt es für Conny definitiv nicht. Und deswegen steht sie jetzt hier auch glücklich bei uns, denn vor ungefähr 5 Minuten ist sie ins Ziel eingelaufen. Und Conny, bevor wir miteinander reden, können wir uns gerne nochmal den Zieleinlauf anschauen. Wir waren natürlich mit dabei bei den letzten Metern, begleitet von den Herren. Der Schwebmann. Ja, der Schwebmann, das ist eins der geilsten Marathons gewesen, die ich gelaufen bin, obwohl es mein schlechtester war. Ich bin die langsamste Zeit gelaufen. Ich habe 5 Mal unterwegs kotzen müssen. Aber mental war es mein stärkster Marathon. Ich wollte einfach durchkommen, um mit meinen Männern durch das Ziel zu laufen. Wie war es denn bei den Männern, als die hier gestanden sind im Ziel und gewartet haben? Anni. Ja, es war sehr aufreibend, die ganze Sache. Sowohl das Schwimmen als auch die, als ich meine Kollegen betreut habe auf der Laufstrecke. Aber es ist alles dann zum Glück gut ausgegangen. War eine lange Wartezeit von morgens bis jetzt hier abends. Ihr habt 10 Stunden ausgegeben. Wie lange wart ihr da so im Plan? Ja, also mit unserer Zeitplanung hat es dann am Schluss nicht ganz hingehaut. Aber am Schluss zählt eigentlich nur, dass jeder das Beste gegeben hat. Das würde ich auch sagen. Wichtig ist die Plakette. Finisher im Staffelwettbewerb. Hermann überhaupt nicht zufrieden gewesen, aber jetzt inzwischen, glaube ich, überwiegt dann doch die Freude, oder? Nee, also das war ein sehr anstrengendes Rennen, ich glaube, für uns alle drei. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe am Anfang ein technisches Problem gehabt. Ich habe eigentlich überhaupt nicht gewusst, wie schnell dass ich unterwegs bin. Bin nur durch übers Gefühl gefahren. Ich habe schon gedacht, dass es gut läuft, weil mich haben wenig Radfahrer überholt. Aber Greding, der starke Gegenwind runter, also das war sehr kräftezehrend. Aber ich glaube, spätestens am Solarer Berg wusste man ja dann wieder, wo man ist, oder? Ja, nicht so wirklich. Also, ich meine das jetzt emotional. Ja, emotional, das ist ganz klar. Du fährst auf Hüppelstein runter, das läuft mit 50, 55 und da siehst du vor dir eine Menschenwand und da fährst du durch. Da stehen die Haare auf, die Nackenhaare. Das ist mega geil. Das kann man nicht beschreiben, das muss man selber erlebt haben. Das Publikum, also das Beste, was es eigentlich gibt. Conny, wo war bei dir der Gänsehautfaktor? Also bei mir war der Gänsehautfaktor eigentlich, wie mich die Leute immer motiviert haben, wie ich nochmal gekonnt habe. Das war super. Es hat so viele Stationen gegeben, wo die Leute einfach Party gemacht haben, wo es einfach auch nicht mehr gegangen ist. Und trotzdem, die Stimmung ist einfach geil in Rot. Es wird hier immer dieser familiäre Faktor ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Ist es wirklich so? Ist das alles eine große Familie, die hier auf die Strecke geht? Immerhin sind es ja 5.800 Teilnehmer gewesen. Es ist jeder für jeden da. Wie ich dann an der Strecke gestanden war und wirklich dann auch mich übergeben haben müssen, sind Läufer stehen geblieben und gefragt, geht's noch? Sollen wir irgendwie helfen oder jemanden holen? Es ist eine Familie, es ist Wahnsinn. Ich möchte mich auch nochmal bedanken beim Felix und Bayerischen Rundfunk. Es ist super, es war eine super Sache. Wird gefeiert jetzt ein bisschen oder geht's nur ins Bett?
Natürlich wird gefeiert. Jetzt lassen wir die 6 Korken richtig krachen. Jetzt machen wir uns erst einmal ein Bier auf. Das jetzt haben wir uns auch verdient. Erbt so ein kleines Bierchen. Ist ja legal, weil es sind ja Elektrolyte, die dem Körper wieder zugeführt werden müssen. Dann wünschen wir viel Spaß beim Feiern. Dankeschön, dass ihr unser BR-Wappen stolz getragen habt und so gut unterwegs wart. Vielen, vielen Dank. Und liebe Zuschauer, es waren noch mehr unterwegs heute im Auftrag des Bayerischen Rundfunks, nämlich die Hörfunkkollegen von Bayern 3. Fast schon traditionell, möchten wir sagen, sind sie da mit Staffeln an den Start gegangen und mit Sportkompetenz waren sie natürlich da auch gespickt. Nick Kulicke hat sie heute vor dem Start nochmal abgefangen. Kurz vor 6 Uhr. Keine Chance für Morgenmuffel. Warm-up der Bayern 3-Moderatoren Bernd-Uwe Gutknecht und Christine Rose. Mit Unterstützung des Frühaufdrehers Bernhard Fleischi Fleischmann. Die Körper gestählt, bereit heute für jede noch so große Herausforderung. Immer, also es war mein 4. Mal jetzt schon in Rot. 2-mal davon den kompletten Triathlon, insofern ist heute relativ entspannt, aber die dramatische Musik, Sonnenaufgang und die vielen Athleten, die sie hier vorbereiten, ist einfach immer eine super Stimmung. Gutknecht, ein alter Triathlon-Hase. Er ist die Sportskanone unter den Bayern 3-Reportern. Bereits seine 4. Rot-Challenge. Seine erste Aufgabe heute, Mut machen. Zuspruch für die Kollegin Christine Rose. Die leidenschaftliche Nichtsportlerin und bekennende Chipsesserin. Ein tragisches Opfer eines leichtfertigen Versprechens bei der Bayern 3-Weihnachtsfeier. Hauptsache ich komme durch. Es ist mir völlig wurscht, mit welcher Zeit. Hauptsache ich schaffe das. Super. Ein ganz harter Einstieg in die neue Welt. Um sie herum nur die Cracks unter den Triathleten. Die beste Startgruppe. Für Gutknecht genau die richtige Umgebung. Bestzeit 1 Stunde 04. Profiverdächtig für einen Triathlon-Amateur. Einblicke vom Insider. Die Freude kommt meistens so nach ein paar Metern im Wasser. Wenn der Start erstmal überstanden ist, wenn man nicht zu viele Schläge abbekommt. Die ersten Meter sind schon hart, gerade bei uns. Wir sind ja im Profifeld dabei. Aber nach ein paar 200-300 Metern, dann wird es einigermaßen entspannt. Und dann beginnt der Spaß, wenn man hier von 20.000, 30.000 Menschen angefeuert wird. Überall an der Böschung stehen sie und auf den Brücken und applaudieren und jubeln uns zu. Ist schon ein tolles Gefühl. Währenddessen Vorbereitungen bei Verena Bentele und ihrem Piloten Alex Heim. Seit ihrer Geburt ist die vielfache Paralympics-Goldmedaillengewinnerin im Biathlon blind. Sie ist die unumstrittene Anführerin einer der beiden Bayern 3-Staffeln. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, weil ich heute eine gute Leistung bringen will, aber ein bisschen Magenkrummeln habe ich, aber das gehört dazu. Aber ein Fleischi schaffst locker, oder? Das ist das oberste Ziel heute! Fleischi, ich krieg dich! Dennoch, Fair Play trotz knallharter Konkurrenz. Hast du eine Chance gegen die Welt? Nein, definitiv nicht. Aber es ist ja egal, weil es geht ja wirklich nur ums Ankommen. Also, durchkommen ist alles. Und Verena hat schon gesagt, sie feuert mich an, wenn sie da ist oder da sein sollte. Also, Teamgedanke ist alles. 7.34 Uhr, Wasserratte Gutknecht an Land. 1 Stunde 03. Bestzeit. Und wie ist es gelaufen? Lang. Lang. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Wasser geschluckt. Live on board bei Verena Bentele. Kilometer 20 von 180. Der Tritt kraftvoll, die Anspannung längst gewichen. Bentele und ihr Pilot Alex Heim, ein eingespieltes Tandem. Ist es eigentlich, wenn man zu zweit fährt, schneller oder? Nee, bergauf ist langsamer, weil wir nicht in Wiegetritt gehen können und mehr Masse haben. Die Erdanziehung ist doch recht heftig. Aber bergab ist immer super. Und auf der Ebene auch. Seit einem Jahr hat Bentele ihre Karriere beendet. Personal, Training und Entwicklung jetzt ihr Steckenpferd. Thema Motivation und Leistungsdruck als Herausforderung. Passt in jeder Lebenslage. Super, macht total Spaß. Bisher ein guter Schnitt. Und der Fleischi noch nicht in Sicht. Fleischi ist längst abgeschüttelt. Gegen dieses eingespielte Duo hat er heute keine Chance. Iso, 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 danke. Bentele bekommt alles mit, auch wenn sie nicht sehen kann.
Atmosphäre muss man manchmal nur spüren. Erst recht am Solarer Berg. Schmerz und Euphorie sind so nah zusammen. Es ist der Hammer. So toll. Warten auf Bentele. Schlussläufer Jürgen Töckert. Kurz vor dem Wechsel ist seine Teamkollegin noch eine kleine unfreiwillige Extraschleife gefahren. Aber heute ist der Weg das Ziel. Ich bin echt total froh und zufrieden, dass es vorbei ist. Aber nee, hat richtig viel Spaß gemacht. Mir geht's auch echt noch gut. Also ich habe echt so nach dem Solarer Berg habe ich das Tier in mir gespürt. Halt so typisch Wettkämpfer. Und ja, also ich glaube, die Zeit war okay. Wir waren deutlich schneller als letztes Jahr, das wollte ich. Und die 45 haben wir, glaube ich, auch geschafft. Also locker. Von daher alles fein. Die Nachmittagssonne brennt erbarmungslos. Und das ausgerechnet bei Jürgen Töckert. Die Nacht ist doch normalerweise seine Zeit als Bayern 3-Moderator. Wer hat dich eigentlich auf die Gedanken gebracht, das zu machen? Mein lieber Kollege Bernd Uwe Gutknecht. Super, tolle Idee. Aber bis jetzt ist es ganz angenehm hier. Alles gut. Laut Uhr alles gut. Die Mutter Kugelstoßerin, der Vater ehemaliger Eisenflechter. Da weiß der Sohn eben, worauf es ankommt. Ein Kämpferherz bei seiner Marathonpremiere. Um 17.25 Uhr, nach 10 Stunden 55, die Belohnung. Zieleinlauf der ersten Bayern 3-Staffel. 4,5 Minuten Vorsprung hat das Bentele-Team auf die Fleischmann-Kombo. Ein glorreicher Sieg im knallharten, hausinternen BR-Wettkampf. Naja, also alles andere hätte mich schon ein bisschen geärgert, obwohl ich ein Mädchen bin. Kannst du leben mit der Niederlage gegen Verena? Naja, das ist der Schreit. Ich sag mal, der Schreit nach Revanche, oder? Ja! Heute gibt's nur Gewinner, keine Verlierer. Wer rot geschafft hat, darf sich belohnen. Ja, da scheint jemand aber jetzt schon schwer mit dem Rotvirus infiziert zu sein. Bernhard Fleischi, Fleischmann, wohlbehalten, auch nach seiner Zielankunft bei uns hier. Hallo. Wie war's? Also, ich selber habe auf der Strecke nicht so viel Zeit für Emotionen, aber ich schaue mir das an, wie die ganzen Menschen reinkommen, hat jeder eigene Geschichte. Und ich muss echt sagen, ich muss jetzt zusammenreißen, dass ich nicht irgendwann zu anfange. Weil das heißt irgendwie, be part of it. Und mittlerweile, ich fühle mich wie ein richtiger Sportler. Wir haben uns damals mal gesprochen, kurz bevor es losging. Und es hieß dann, habe ich dir eine Frage gestellt, du weißt schon, dass das München Bamberg ist, von der Strecke her. Und dann ist er, glaube ich, ein bisschen überrascht gewesen, oder? Hat man die Strecke unterschätzt am Anfang? Ja, unterschätzt? Nein. Also, das heißt, es ist ja Blödsinn, wenn du dir die ganze Strecke irgendwie vor Augen führst, sondern du musst das eigentlich so immer peu à peu machen. Und wenn du dann die zweite Runde machst, dann fangst du von vorne an. Ich dachte, das ist das Schlimmste. Aber dann kannst du sagen, ah, jetzt sind es nur noch 80 und dann kannst du mal reden, jetzt immer um die Karten, also nur noch 70, nur noch 60. Und bei 20 Kilometern bin ich übermütig geworden. Wo ist die Stimme eigentlich geblieben? War die auch irgendwo am Solarer Berg? Ich habe mich selber angefeuert. Nein, ich habe mich irgendwie verschluckt am Freitag und jetzt hat die Stimme ein bisschen angeschlagen. Aber was ich noch sagen wollte, die letzten 20 Kilometer war ich dann überheblich. Ich habe gedacht, so, jetzt greife ich nochmal an. Ich fühlte mich gut, meine Beine waren frisch und habe ich noch ein paar verseilt. Wissentlich, dass der gleich weiterlaufen nur 42 Kilometer und ich habe ein tolles Gefühl gehabt, aber es war völlig gaga eigentlich. Wir hören noch mehr von ihm. Wenn Sie mehr hören wollen, müssen Sie morgen einfach früh aufstehen. Ab 5 Uhr, glaube ich, oder? Ja, aber ich habe morgen schon Frist. Ich darf morgen ab 6 Uhr erst dran. Okay. Die Bayern 3 Frühaufdreher. Morgen ganz live und hautnah mit Bernhard Fleischmann, was er alles erlebt hat. Und dann haben wir noch einen kleinen Programmhinweis, denn es gibt Sport im Fernsehen am Montag, also morgen um 20.15 Uhr. Die große BFV-Gala, die Bayerische Fußballverbandsgala mit vielen, vielen Fußballstars. Die lege ich Ihnen ans Herz, hier im Bayerischen Fernsehen. Und wir genießen jetzt einfach noch ein bisschen das Gänsehautgefühl, weil es einfach der Wahnsinn. Schönen Abend noch hier im Bayerischen Fernsehen.